Lieben und willkommen auf meiner Seite. Vom Plörreportal habe ich dieses Mal das Ausmalbuch für wache Nachtstunden bekommen. Ja, ich bin, ich habe starke Schlafprobleme. Manchmal schlafe ich gerade mal so 4-5 Stunden, manchmal weniger. Selten mehr, aber in der Regel sind das 4-5 Stunden, die ich schlafe. Und deswegen habe ich mal gedacht, frage ich mal an. Das Buch kostet 12 Euro. Es hat jetzt keine Seitenzahl. Genau. Aber ich lese euch mal die Einführung vor. Schlaf ist eine universelle, von allen Menschen geteilte Erfahrung. Wir alle schlafen und wir alle brauchen unseren Schlaf. Mal schlafen wir einfach und denken nicht darüber nach. Manchmal schlafen wir aber nicht so gut, wie wir gerne möchten und wie wir es auch brauchen. Dann beginnen unsere Gedanken, um dieses Problem zu kreisen. Wenn Sie derzeit Schlafschwierigkeiten haben, kann Ihnen dieses Buch helfen. Sie finden darin wunderschöne Motive zum Ausmalen, leicht verständliche Informationen über den Schlaf und Schlafprobleme und hilfreiche Hinweise, wie man mit Schlaflosigkeit umgeht. Wir können guten Schlaf nicht erzwingen, aber wir können lernen, wie wir ihn herbeiführen und uns dabei stärken. So. Es sind wirklich viele tolle Tipps. Zum Beispiel, ich denke, also fühle ich, wenn wir nicht schlafen können, denken wir automatisch darüber nach und versuchen, einen Grund dafür zu finden. Manchmal macht das alles noch schwieriger. Wenn wir uns zu sehr darauf einlassen, kann das zu Stress oder Angstgefühlen führen. Hier einige Beispiele für belastende Grübeleien. Wenn ich meine 8 Stunden Schlaf nicht bekomme, bin ich nicht gut in Form. Das ruiniert mir morgen den ganzen Tag. Ich sollte früher zu Bett gehen und versuchen, eher einzuschlafen. Vielleicht geht Ihnen manchmal Ähnliches durch den Kopf. Spüren Sie dem einen Moment nach und schreiben Sie Befürchtungen oder Erwartungen auf, die Sie bei einer gestörten Nachtruhe haben. Das ist nämlich gut. Es bietet Platz für Text. Genau. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich viel gemacht. Weil ich sollte ja auch nicht meine geheimen Gedanken kennen, ne? Nee, Quatsch. Ich habe tatsächlich schon was reingeschrieben. Würdet ihr jetzt eh nicht lesen können. Einfach zum Beispiel, heute ist ein guter Tag, habe gearbeitet, gebloggt, etwas für die Blogtour gemacht, Videos gedreht, mit anderen Bloggern geschrieben und so weiter. Hab auch ein Bildchen schon ausgemalt. Wie gesagt, ich habe jetzt noch gar nicht so viel gemacht, aber mir das alles schon intensiv angeguckt, um euch zu zeigen, wie es ist. Es sind wunderschöne Bilder drin, ne? Alles fließt, nichts bleibt. Heraklit. Und ich habe das schon mal auf Instagram und auf Facebook gezeigt, das Buch. Und vielen geht es so. Es gibt wirklich viele, die Schlafprobleme haben und denen ich das Buch auch definitiv ans Herz legen kann. Weil ich finde wirklich, es sind sehr schöne Titel, sehr schöne Ratschläge drin. Es ist kein richtiges Ratgeberbuch, weil dazu kann man auch hier andere nehmen, sondern einfach zum Entspannen. Ratgeber mag ich selber nicht, aber ich mag Ausmalbücher. Was wir konsumieren, beeinflusst unseren Schlaf. Koffein in Energy Drinks, Kaffee, Tee, Schokolade und Nikotin sind Stimulanzen, die die natürlichen Müdigkeitserscheinungen im Körper verhindern, die für einen gesunden Schlaf unerlässlich sind. Sehr von Speisen, die viel Zucker enthalten oder schwer verdaulich sind, kann ebenfalls zu einem gestörten Schlaf führen. Auch Alkohol kann die Schlafqualität negativ beeinflussen, besonders wenn vor dem Schlafengehen zu viel getrunken wird. So. Ich finde das wirklich sehr, sehr toll und das Buch bekommt volle Punktzahl von mir. Außerdem ist es auch schön. Ja, und man kann einfach mal abends abschalten. Vielleicht nebenbei leise Musik hören oder ein Hörbuch, wenn man immer noch zu viele Gedanken hat. Und dann einfach das Ausmalbuch für wache Nachtstunden genießen. Ja. Ausmalen statt Schäfchen zählen. Sie liegen wach und können nicht einschlafen. Dieses Ausmalbuch hilft Ihnen, aus dem Gedankenkarussell auszusteigen und zur Ruhe zu kommen. Dazu finden Sie wunderschöne Motive zum meditativen Ausmalen, hilfreiche Entspannungstechniken, inspirierte Zitate und viel Platz, um eigene Gedanken zu schreiben. Aus dem Kösel Verlag.
Wie gesagt, ich habe es vom Bloggerportal bekommen und ja, ich dachte mir, ich nehme mal was anderes als nur Bücher oder Hörbücher. Und ja, weil auf dem Bloggerportal gibt es tatsächlich sehr viele Ausmalbücher, habe ich schon gesehen. Auch das große Vogue aus meinem Buch. Ja. Und natürlich noch andere Sachen. Also schaut mal vorbei. Und wenn ihr nicht schlafen könnt, ist dieses Buch wirklich hilfreich. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Viel Spaß beim Malen. Und wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Janine. Bye.